Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der 4. Etappe des Fünfkreiselwegs. Die Tour beginnt heute in Altland, das ist im Kreis Märkisch-Wadern, und führt uns bis zum Schaumberg im Landkreis St. Pölten. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour von 20 Kilometern so sind, dann bleibt dran! Guten Morgen, endlich sind wir im St. Wendeland angekommen. Guten Morgen. Heute haben wir etwas richtig Schönes, nämlich schmale Pfade, im Gegensatz zu der ersten und der zweiten Etappe. Thank you.
bin am offenen Herd. Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die erste Hälfte der Tour, die war richtig gut, durch die schönen Ausblicke weit ins Bodental. Das war richtig top, Daumen hoch dafür. Die zweite Hälfte ab Teley, die hat uns nicht mehr so gut gefallen. Keine weiteren Ausblicke mehr, außer jetzt am Schluss auf dem Schaumbergplateau. Und auch da sieht man auch den Schaumbergturm. Ich zeige ihn euch mal. Ich hoffe, ihr seht ihn. Wenn euch diese Wanderung bzw. das Video gefallen hat, dann würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Im Vergleich zu den letzten Etappen, ausgenommen der dritte, hat was mir gefällt. Das ist einfach was Neues. Hat man gerade Stinkefinger gezeigt.